Mit etwas über 10% liegt Westdeutschland bei den Strong Believers, den Strenggläubigen im weltweit unteren Drittel. Mit 5% bei den Atheisten ebenfalls. Dazwischen glauben 54% der Westdeutschen mehr oder weniger an Gott. Ein Wert, der seit Jahrzehnten stabil ist und man kann vermuten, dass er höher läge, wenn nach der Hoffnung auf einen Gott gefragt worden wäre oder nach einem Glauben im weiteren Sinne. Nein, Deutschland ist kein Heidenland. Die Menschen sind religiös und bleiben es. Die Kirchen spüren von dieser Frömmigkeit nichts. Sie werden leerer. Die Taufen und Hochzeiten nehmen kontinuierlich ab, und zwar dramatisch. Zu lange hat sich die katholische Kirche in den Fragen rund um die Sexualmoral eingeigelt und die Menschen mit ihren wahren Sorgen allein gelassen. Zu lange hat sie eine Sprache gesprochen, die nur wenige Theologen wirklich verstehen, und zu häufig hat sie statt einzuladen, Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen ausgeladen. Nein, eine Glaubenskrise haben die Menschen in Deutschland nicht, jedenfalls im Westen unserer Republik. Es fehlen ihnen nur die richtigen Worte für ihre religiösen Gefühle, vielleicht die richtigen Rituale, um Gott in ihr Leben einzubinden, vielleicht auch die richtige Form der Gemeinschaft, um mit anderen Gottesdienst zu feiern. Mit voller Kraft muss sich die Kirche auf die Suche machen, Neues zulassen und Wandel fördern. Was den Menschen in Westdeutschland aber gar nicht fehlt, ist eine Kirche, die viele ausschließt, weil sie angeblich falsch leben und sich zurückzieht, wenn der Zeitgeist voranschreitet.